Warum nässt mein Kind plötzlich wieder ein? Wir erzählen dir die drei Hauptgründe, die wir in unserer Praxis immer wieder finden, wenn ein Kind, nachdem es trocken war, plötzlich wieder nach Windeln verlangt. Und gleich vorab, mach dir vorerst mal keine Sorgen. Das sind meist Phasen, die von selbst wieder vorbeigehen. Als erstes betrachten wir mal die medizinische, die organische Seite, denn das kann oft ein Auslöser sein, weshalb dein Kind plötzlich wieder einnässt. Das kann daran liegen, dass es einen leichten Infekt der Blase hat, eine Blasenreizung, eine Blasenentzündung, und dann fällt es einfach schwerer, den Urin zurückzuhalten. Ein anderer Grund, den wir aber auch immer wieder finden, sind Kinderkrankheiten. Wenn dein Kind in dieser Zeit plötzlich wirklich ein bisschen schwerer erkrankt, länger im Bett ist, dann beobachten wir oft einen Rückschritt in der persönlichen Entwicklung. Dann wirft das Kind wie ein bisschen zurück, denn der Körper ist unglaublich stark damit beschäftigt, die Krankheit zu besiegen, und kann deshalb nicht die Weiterentwicklung des Körpers und der Organe vorantreiben. Das ist häufig ein Grund, weshalb Kinder plötzlich wieder beginnen einzunässen, und genauso wie es gekommen ist, ist es dann aber auch meist wieder vorüber. Es gibt aber auch andere Gründe, Sonja. Genau. Also jetzt, wenn man eben das, was du gesagt hast, wenn man das in der Sitzung anschaut, dann sieht man öfters, dass diese Organe oder bestimmte Körperregionen, dass die wie auch vom Alter und von der Größe her, die bleiben stecken. Und das ist, in der Visualisierungscoaching können wir natürlich in der Vorstellung diese stecken gebliebene Organe ein bisschen einen Schubs geben, zum sagen, hey, weißt du was? Vielleicht ist es Zeit, auch mitzuwachsen und den gleichen Alter zu haben wie das Kind. Das ist einfach etwas, was wir in die Sitzungen machen. Ich werde jetzt den zweiten Hauptgrund, es kann Aufmerksamkeit sein. Hauptsächlich ist das verbunden mit Geburt von einem Geschwister, dass das Kind merkt, dass ihr Geschwister Aufmerksamkeit bekommt, Wärme, Geborgenheit, alles, was es eigentlich zusätzlich möchte. Man kann frühkindliche Rückschritte wieder sehen. Vielleicht ist es so, dass sie Daumen lutschen oder sie wollen wirklich den Nuki oder sie wollen die wieder mit den Flaschen trinken oder im Bett von den Eltern schlafen. Und Bettnässen kann eben auch dazu gehören. Zum zeigen, ich bin immer noch ein Kind, ich bin noch ein Baby, ich brauche noch mehr Liebe, noch mehr Aufmerksamkeit. Und das kann so eine unbewusste Art sein, auch dies den Eltern mitzuteilen, ich brauche mehr. Genau. Du hast jetzt gerade Emotionen angesprochen, und das ist der dritte und auch sehr, sehr häufige Grund für plötzliches Wiedereinnässen. Nämlich Kinder, die gerade eine große Wandlung, eine große Veränderung in ihrem Alltag erleben. Sei es die Trennung der Eltern, sei es der Tod eines nahestehenden Menschen oder vielleicht ein Umzug. Das sind Momente, das sind Phasen im Leben von kleineren Kindern, die wirklich ihnen Sicherheit nehmen, und sie haben hier ein größeres Schutzbedürfnis. Sie haben Bedürfnis nach mehr Fürsorge, nach umsorgenden Eltern, nach dieser Geborgenheit, und das kann wirklich immer wieder auch ein Grund sein, weshalb ein Kind einnässt. Was auch ein Thema ist, was wir leider ab und zu erleben in unserer Praxis, ist auch sexueller Missbrauch, wo der Körper einfach so in eine Schockstarre fällt, dass er sich wieder wie zurückentwickelt und die Körperfunktionen nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, wenn du selbst ein Kind hast, das plötzlich wieder einnässt, dann scheue dich nicht, uns zu schreiben. Die Mailadresse ist unten eingeblendet.